meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe tatsächlich im April auch endlich mal ein weiteres Buch beendet und deswegen kann ich euch heute eine neue Rezension präsentieren. Und zwar durfte ich dank euch lesen Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen von Sarah J. Maas. Sarah J. Maas ist die Autorin von Throne of Glass, ein super, super High-Fantasy-Buch und kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich habe zwar bislang nur den ersten gelesen, aber der hat mir echt richtig gut gefallen. Sarah J. Maas ist eine Göttin des Schreibens, was High Fantasy angeht. Und das wollte ich dann halt testen, indem ich das Reich der Sieben Höfe lese. Das Ganze ist im Hardcover bei DTV erschienen und kostet, glaube ich, um die 17,99 €. Ich blende euch das aber ein und verlinke euch das Buch in der Infobox. Dann könnt ihr da vorbeischauen und den Verlag verlinke ich euch natürlich auch. Ich war echt glücklich darüber, dass ihr das gewotet habt, weil sonst hätte es hier wahrscheinlich noch eine Weile gelegen. Das hätte ich nicht so gut gefunden, weil ich es eigentlich unbedingt lesen wollte. Aber ich bin da manchmal ein bisschen komisch, weil dann lese ich nicht die Bücher, wo ich unbedingt Bock drauf habe, sondern lese erstmal die, wo ich weniger Lust drauf habe. Das ist meistens nicht so taktisch, aber egal. Zum Inhalt. Es geht in dieser Geschichte um die junge Freya. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Das ganze Buch über habe ich mich damit beschäftigt, wie sie denn jetzt eigentlich ausgesprochen wird. Bin aber zu keinem schlussendlichen Ergebnis gekommen. Also Sarah J. Maas hat ja immer so die Eigenschaften, Namen zu gestalten, die für mich etwas schwieriger sind, weil ich immer nicht so sicher bin, wie will sie jetzt, dass ich das ausspreche. Das aber mal dahingestellt. Sie ist Jägerin und eines Tages kommt es zu einem Ereignis auf der Jagd, das ihr ganzes Leben verändert, denn sie wird daraufhin in die Welt, in die sagenumwobene Welt der Fae entführt. Da es einen Fluch, einen Vertrag und ähnliches zwischen den Fae und den Menschen gibt. Und was es genau damit auf sich hat, müsst ihr natürlich selber lesen. Eins ist nur sicher, denn alles ist nicht so, wie es scheint im Reich der Fae. Das Einzige, worüber sie sich im Klaren sein kann, ist, dass sie ihre Liebe retten muss und irgendwie zusehen muss, dass sie dabei am Leben bleibt. Ob ihr das gelingt oder nicht, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich finde es wahnsinnig klasse. Ich kann da gar nichts anderes zu sagen. Ich war echt gespannt. Ich habe schon mehrfach vorher gehört, das ist so eine Form von Märchenadaption von Die Schöne und das Biest sein musste, was super gepasst hat, denn ich habe tatsächlich kurz nachdem ich das Buch angefangen habe, auch den Film von Die Schöne und das Biest geguckt und ja, es ist absolut so, es hat bei mir so ein ganz tolles Feeling ausgelöst, es hat mich total in die Kindheit zurückgeworfen, es hatte aber auch ganz viel eigenen Charakter, obwohl es sich so ein bisschen auf dieses Märchen aufgebaut hat, hatte es ganz viel eigene Ideen. Sarah J. Maas hat hier wieder eine Welt erschaffen, die mich unsagbar mitgerissen hat, sie ist sehr wortgewaltig in meinen Augen, also die hat einen grandiosen Schreibstil und alles im allen ist das einfach klasse gewesen. Ich mochte unsere Protagonistin, die hatte so ein bisschen was Kick-Ass-mäßiges, aber nicht zu extrem, weil sie schon so weiß, was es bedeutet, nicht immer auf der Siegerseite des Lebens zu stehen, so würde ich das betiteln. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht, das hat mich aufgewühlt, das hat mich mitgerissen. Ich habe dem Ende entgegengefiebert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Buch so eine Entwicklung annimmt. Als wir an einem Punkt waren, habe ich so gedacht, okay, wie soll das jetzt eigentlich genau weitergehen? Was passiert da jetzt? Und irgendwie war das so, oh, okay, ha. Und dann kam das nächste und dann so ab den ersten 100 Seiten oder 150 Seiten, da war ich so im Sog in diesem Buch gefangen, dass ich am liebsten es gar nicht aus der Hand gelegt hätte. Und ich hatte so angekotzt, dass das Leben so dazwischen war und mich von diesem Buch abgehalten hat. Ich habe keine Vorstellung darüber, muss ich ehrlich gestehen, wie es im nächsten Band weitergehen soll. Weil theoretisch gesehen ist diese Geschichte irgendwie zu Ende erzählt, aber irgendwie auch nicht, weil Sarah J. Maas sich natürlich einige Hintertürchen aufgelassen hat, wie sie die Leser einfach so zurücklässt und die sich so fragen, what? Aber ich will doch noch wissen, das. Und es gab eine Stelle, wo ich gedacht hätte, boah, wenn sie jetzt hier Schluss macht und nicht weitermacht, dann ist das echt fies. Das hätte sie durchaus machen können, hat sie aber zum Glück nicht getan. Das wäre der Ultra-Cliffhanger gewesen. So konnte ich mit dem Ende gut leben. Obwohl ich weiß, dass da mehr kommen müsste, weil es einfach nicht zu Ende erzählt ist. Da ist noch so viel offen und es ist erträglich beendet, aber es ist trotzdem noch einiges offen und ich liebe es einfach und ich kann es jedem da draußen nur empfehlen, der Die Schöne und das Biest mag. Ich kann es jedem nur empfehlen, der irgendwie so, ja, so in die Richtung Feen zwar, aber nicht diese süßen Hahaha-Feen, sondern schon so auch so ein bisschen plötzlich feemäßig, aber trotzdem irgendwie
Tarnim angehaucht. Das ist so eine Mischung daraus. Das ist einfach richtig, richtig klasse. Ich kann das so in höchsten Tönen loben. Von mir gibt es einfach 5 Sterne. Ich empfehle es euch an dieser Stelle ganz, ganz dolle und würde sagen, ich schwärme jetzt eh nur noch und das brauche ich nicht, denn ihr wisst es jetzt, dass ich es toll fand. Ich habe es euch jetzt empfohlen. Also könnt ihr euch das gerne mal näher angucken. Und ansonsten würde ich sagen, meine Lieben, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lest fleißig vielleicht gerade dieses Buch hier und bis dahin. Bye.